Okay, dann herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Elf gegen den TSV 1860 München. Ich begrüße hier oben, hier vorne bei mir die beiden Cheftrainer. Beginnen möchte ich mit dem Statement von Michael Kölner. Herzlich willkommen. Ihr Statement bitte. Ja, danke schön. Vorab Gratulation an den SV Elversberg und vor allem an Horst zu dem überzeugenden 4-1-Sieg. Ja, die Geschichte ist für uns relativ schnell erzählt. Wir haben eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit gespielt. Elversberg war sehr kaltschnäuzig. Wir haben die erste Halbzeit nicht ins Spiel gefunden. Zweite Halbzeit war es dann besser. Aber am Ende konnte man das Ergebnis nicht mehr drehen. Und so hat Elversberg verdient gewonnen. SV Elversberg, alles Gute. Vielen Dank für Ihr Statement und ich übergebe das Wort an Horst Steffen. Ja, Michael, vielen Dank auch. Ja, ich bin begeistert, muss ich sagen. Wir haben ein tolles Spiel gemacht gegen einen Spitzenreiter aus München. Insofern Kompliment an die Leistung der Mannschaft. Wir haben eine erste Halbzeit abgeliefert, wo wir wirklich richtig gut waren. Wir haben unsere Chancen dann auch sehr schnell genutzt und konsequent genutzt. Das kam sicherlich dazu, dass wir richtig Vertrauen gefunden haben in ein neues System, was wir gespielt hatten. Dementsprechend war die erste Halbzeit richtig top. Zweite Halbzeit war es dann schon so, dass ich damit gerechnet habe, dass wir ein bisschen mehr verteidigen müssen. So kam es auch. Letztendlich haben wir wenig Torschancen zugelassen, hatten immer wieder Kontersituationen auch, wo wir noch Dinge zu Ende fahren können. Ich bin überglücklich, dass wir hier am Ende als Sieger vom Platz gegangen sind und dann auch in der Art und Weise, wie wir es gemacht haben, war ich sehr zufrieden und bin mächtig stolz auf die Jungs und die haben richtig geliefert. Klasse Leistung, danke. Vielen Dank, Horst. Dann hätten wir noch Gelegenheit für Ihre Fragen. Gibt es Fragen? Herr Lehmann. Ja, zuerst an den Herrn Steffen. Sie haben jetzt mit Lukas Pinkert wieder einen neuen gebracht und der hat so gespielt, dass man nächste Woche nicht rauslassen kann. Also Sie bauen sich das selber zu mit so vielen Spielern. Wie machen Sie es dann? Ja, wie gesagt, wir werden jetzt uns freuen ein paar Tage und dann werden wir uns auf Halle vorbereiten und dann schauen wir mal, wer am besten wieder spielt. Also wir haben eine Bank heute gehabt, bei den Jungs kann ich sagen, jeder Einzelne kann von Beginn an spielen und das ist gut so, dass wir das haben gerade, dass wir 23 gesunde Spieler haben, dass sogar ein paar auf der Tribüne sitzen mussten. Wir haben einen Herbst vor uns, wo ich sage, wir werden sicherlich auch mal den einen oder anderen austauschen müssen. Pinky hat seine Gelegenheit wirklich gut genutzt, um sich zu zeigen und dementsprechend auch ein Kompliment an seine Leistung, der unaufgeregt einfach seinen Part gespielt hat und dann eben noch ein Tor gemacht hat, also tolle Leistung. Aber wie wir jetzt gegen Halle spielen und wer dann auch von den Spielern letztendlich in der Anfangself steht, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, mal gucken. An Herrn Kölner, Sie haben irgendwie, ich glaube, das war nach dem 2-0 oder 0-2 aus eurer Sicht, die Mannschaft zusammengerufen und dann ein bisschen was erklärt und auch verändert. War das nicht zu spät? Muss man als Trainer nicht vielleicht schon nach einer Viertelstunde reagieren? Ja, da haben wir schon reagiert. Also wenn es genau hingeschaut hätten, wir haben schon gleich zu Beginn dann nochmal was verändert, aber das 2-0 kam natürlich dann ja, unglücklich für uns. Weil wir schon, ich bin zuerst davon ausgegangen, dass ein Foul, der dem Tor vorliegt, vorausgeht. Aber am Ende, wie gesagt, haben wir natürlich in der Qualität, wie heute Elversberg vor allem seine Chancen gemacht hat, war es natürlich schwer, am Ende jetzt da im Spiel nochmal Einfluss zu nehmen. Zweite Halbzeit war es in Ordnung, da haben wir dann trotzdem versucht, dann das Spiel nochmal zumindest nochmal zurückzukommen. Leider hat es nicht geklappt, aber ansonsten, wie gesagt, war die erste Halbzeit einfach grundsätzlich schlecht. Wir haben, das ist, glaube ich, keine Systemfrage, sondern wir waren einfach in den Zweikämpfen ständig einen Schritt oder zwei Schritte zu spät. Wir sind nie richtig in den Zweikampf gekommen und von dem her, wie gesagt, ist die Niederlage dann auch folgerichtig. Sie haben vor dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, Sie haben das Spiel gegen Saarbrücken gesehen und auch die Intensität, wie Saarbrücken die Elversberger bearbeitet hat. Das war bis jetzt die stärkste Mannschaft, die gegen Elversberg gespielt hat. Wieso schafft man als Trainer nicht zu sagen, Jungs, ihr müsst so dran gehen, wie Saarbrücken im Endeffekt und dann passiert sowas in der ersten Halbzeit? Ja gut, die erste Halbzeit war nicht gut. Wie gesagt, da müssen wir uns jetzt die nächsten Tage mal mit dem Spiel nochmal im Detail auseinandersetzen. Man sieht natürlich auch heute, dass wir heute auf einzelnen Positionen nicht die Leistung gebracht haben, wie wir sie in den vergangenen Wochen gebracht haben. So einen gebrauchten Tag gibt es mal, den wünscht man sich natürlich nicht, vor allem nicht in so einem Spiel. Aber am Ende geht es jetzt darum, dass wir in Ruhe jetzt mal das Spiel dann aussacken lassen, wo wir uns dann mit der Mannschaft dann nochmal im Detail auseinandersetzen, wo am Ende dann die Gründe dafür liegen, dass wir heute vor allem in der ersten Halbzeit so schwach unterwegs waren. Und Herr Steffen nochmal, war die Schwäche in der ersten Halbzeit auch ein Verdienst von euch, weil ihr so gespielt habt? Das behaupten, dass wir da auch
Stück zu beigetragen haben, dass wir wirklich sehr ballsicher waren und gute Raumaufteilung hatten und dementsprechend kombinieren konnten, aber eben auch, so wie Michael schon sagt, sehr effektiv waren, unsere Chancen genutzt haben. Und dann ist es natürlich auch leichter zu spielen, als wenn du zurückliegst. Gibt es weitere Fragen? Sie haben sich dann sehr aufgeregt vor der Pause, auch die gelbe Karte gesehen, Ihre dritte. Welchen Anteil daran hatte der Schiedsrichter? Und wie wollen Sie jetzt mit diesen drei gelben Karten in die restlichen 30 Spiele gehen, ohne sich nicht noch eine Sperre, eine Verwarnung zu? Das interessiert mich jetzt mal reichlich wenig. Am Ende haben wir eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Und das war, glaube ich, der Ausschlag, dass wir heute hier nichts mitgenommen haben. Weitere Fragen? Was waren denn die Hauptpunkte, die Sie mit der Mannschaft in der Halbzeit besprochen haben, die in der zweiten Hälfte besser werden mussten und dann auch wurden? Ja, grundsätzlich, dass wir einfach in den Zweikämpfen einfach präsenter sein müssen. Also wir waren einfach zu weit weg und haben am Ende dann auch, waren im Pressing ständig haben wir nicht geschlossen gespielt und das, glaube ich, war halt der Hauptgrund. Wenn du so eine gute Mannschaft, vor allem jetzt auch mit dem Selbstbewusstsein, wie jetzt Elversberger zu Hause auftritt, dann musst du letztendlich als Mannschaft mit 10 Mann komplett attackieren. Das ist heute nicht gelungen. Wir haben auf einzelnen Positionen abreißen lassen und dann sieht man natürlich schon die Qualität, die am Ende in Elversberg hat, die dann diese kleinen Räume, die dann dadurch entstehen, natürlich auch dann richtig gut spielen kann und vor allen Dingen auch heute, glaube ich, auch ja, am Anfang mit jeder Chance am Ende auch mit dem Treffer am Ende abschließen konnten. Die Aufarbeitung, das eine ist das Sportliche, das andere ist sicherlich auch so ein bisschen das Mentale, wenn man jetzt über Wochen quasi der unangefochtene Spitzenreiter war, jetzt heute mit diesem Spiel, erste Niederlage gleich, die Tabellenführung verloren. Was wird in den kommenden Tagen wichtig sein, eben auch um mit der Mannschaft auch mental zu arbeiten im Hinblick auf das Spiel gegen Aue? Ja, das wird uns jetzt nicht umhauen, also dass du mal ein Spiel verlierst, das ist unsere erste Niederlage nach 8 Spieltagen, also da muss man schon die Kirche bis in den Dorf lassen, am Ende muss man selbstkritisch sich gegenüber sein, muss am Ende schauen, wo liegen die Gründe für so eine Niederlage und am Ende geht es dann wieder weiter, das ist im Fußball so, am Freitag kommt Aue zu uns nach Hause, da wollen wir wieder ein gutes Spiel machen, 3 Punkte holen, am Ende das Spiel können wir jetzt nicht mehr verändern, das Spiel ist gespielt, wir gehen als Verlierer vom Platz mit 3-0, glaube ich, eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit gespielt und am Ende geht es jetzt darum, das jetzt nochmal in Ruhe aufzuarbeiten, aber ansonsten glaube ich, habe ich auch nicht den Eindruck jetzt, dass die Mannschaft da an so einem Spiel in irgendeiner Art und Weise zerbrechen wird. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall, dann bleibt mir Ihnen noch ein schönes Restwochenende zu wünschen, unseren Gästen, Ihnen, Herr Kölner, einen guten Nachhauseweg mit Ihrem Team. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.